Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sam & Max. Max' Hirn wurde entführt und steckt jetzt in diesem Einmachglas. Und dieser komische Pharao, den wir in Max' Körper gestopft haben, damit Sally nicht wegwirft, hat sich die Spielzeugkiste des Teufels gekrallt und irgendwie unsere ganze Realität verändert. Was steht denn da? Pompöses Monument zu Ehren Sam und Mac des Großen. Errichtet von seinen von Dankbarkeit berauschten Untertanen am 21. Oktober 1791. Jetzt weiß ich, was falsch ist, Sam. Heute Morgen stand hier noch Boscos Laden. Bosco hat nie existiert, kleiner Kumpel. Und Mama Bosco auch nicht. Woher weiß er das? Was ist das? Wow. Der letzte Fall muss deinen frontalen Kortex mehr eingedellt haben als sonst, Max. Das ist eins von Sam und Max' famosen animatronischen Abbildern. Der Kindkönig nimmt durch sie Ehrungen entgegen, macht Durchsagen und behält widerliche Ketzer im Auge. Warum sieht das aus wie ich? Sei nicht ketzerisch, kleiner Kumpel. Das sieht wie Sam und Max aus. Er wird uns ansprechen. Sam und Max ist mächtig. Sam und Max ist groß. Hallo zusammen, ich bin Sam & Max, Pharao der Pharaonen, Gebieter der Realität. Ich wollte nur kundtun, dass Schnürsenkelenten jetzt die wunderbarsten Dinge auf der Welt sind. Weitermachen! Mist, keine Schnürsenkelenten. Wenn ich welche hätte, würde ich sie ihm geben. Okay. Hey Sam, aus diesem Winkel sieht man meinen riesigen, unübersehbaren... Klappe, kleiner Kumpel. Nun gut, gehen wir mal hier hin. Hey Sam! Was gibt's, Max? Eigentlich nichts. Bewegung jetzt mal! Mach ich. Nun gut, wieso auch immer, ne? Stinky! Wie steht's denn so? Na toll, Sancho und Pancho. Können wir es kurz machen? Ich muss mich um wichtige Sam und Mac Angelegenheiten kümmern. Ja, sie auch? Oh nee. Sam und Mac ist freundlich. Sam und Mac ist gut. Wenn wir an ihn denken, geben wir ihm Salut. Okay. Was machst du hier draußen? Wonach sieht's aus? Ich helfe Opa Stinky, eine neue Ladung Corn Dogs für Lord Sam und Max' ewiges Bankett drüben im Planetarium zu liefern. Komisch. Sieht so aus, als würdest du deinem Freund schreiben. Freund? Wer sagt, dass ich einen Freund habe? Ich hebe mich für Lord Sam und Max auf. Ist er nicht erst, 10? Jetzt ja, aber in ein paar Jahren. Wow. Igitt. Also, wem schreibst du? Ich, kümmere mich um die Logistik des Banketts. Etwas grausam, deinen Opa die ganze Arbeit machen zu lassen. Oh, er bestand darauf. Nein, habe ich nicht. Sam und Mac ist weise. Sam und Mac ist groß. Sam und Mac ist so brillant, ich mach mir in die Hose. Hey, hier schwappt was über. Igitt. Opa Stinky sieht heute relativ fröhlich aus. Unerträglich, was? Seit er diese Medaille der Verehrung hat, tut er so, als würde sein Brokkoli nach Rosen duften. Lord Sam und Mac ist schon ein toller Typ, was? Aber ja, und so mächtig und reich und mächtig. Das war zweimal mächtig. Was soll ich sagen? Ich finde Macht sexy. Ja, gibt Leute, die denken du wahrscheinlich genauso wie du. Du siehst beschäftigt aus. Also lassen wir dich deine Arbeit erledigen. Das war nett, Jungs. Das müssen wir unbedingt wiederholen. Ach, dieser körperklauende Pharao hat sogar die Stinkies beschissen. Was nützt Narzissmus, wenn er nicht mal vor Gedankenkontrolle schützt? Stinky! Was wollt ihr halbseidenen Loser? Seht ihr nicht, dass ich die Arbeit des Herrn mache?
Es dauert nur eine Minute. Das sagt ihr immer, bevor ihr mich in eure kleinen Machenschaften reinzieht. Okay. Du siehst verändert aus, Stinky. Ach ja? Das ist die glasierte Maske der Vergötterung, Sam. Nein, nein, das ist es. Wow, schick. Hast du das vom Jahrmarkt? Das ist die Medaille der Verehrung, die Mr. Moon Mark gegeben hat, weil ich ihm ein einzigartiges Geschenk gemacht habe, das sein allwissendes Auge erfreut hat. Was hast du ihm verehrt? Ein paar Unterhosen aus Jackwolle. Das einzige Paar auf der Welt. Ich bin richtig eifersüchtig. Solltest du. Wenn ich noch ein paar von den Privilegienabzeichen sammle, werde ich zur Rechten von Lord Sir Moon Mark sitzen. Ah. Hey, du kennst dich doch irre gut mit Fleisch und Organen aus. Kannst du vielleicht einen Körper für Max besorgen? Tja, ich habe mit einem Rezept für einen Golem aus Humus experimentiert. Igitt, nein! Nichts für ungut. Nur zu. Okay. Sam und Mac ist freundlich. Sam und Mac ist gut. Wenn wir an ihn denken, geben wir ihm Salut. Für mich sieht das irgendwie falsch aus. Ich weiß auch nicht wieso. Sieht für mich irgendwie nur falsch aus. Wie kommen du und Stinky Baby miteinander klar? Warum fragst du sie das nicht selbst? Sie macht ja gerade wohl nichts Besonderes. Sie ist nur die ganze Zeit mit irgendjemand am Texten und macht keinen Fingerkrumm, um ihrem armen alten Opa zu helfen. Schön, dass eure Familienbande immer noch so fest sind in dieser miesen neuen Welt. Wovon im Namen von Sobex Hodensack redet der da? Keine Ahnung. Ich glaube, der macht nur so eine Phase durch. Ah, so nennt man das also. Du musstest für das Privilegienabzeichen Lord Sam und Mac lediglich ein Geschenk bringen? Ja, aber nur ein einzigartiges Geschenk, das er am allerliebsten auf der ganzen Welt hat. Das ist schwierig. Der Pharao ist etwas wankelmütig. Was du nicht sagst. Ich weiß nie, was für exotische Zutaten er jetzt wieder auf diesen vermaledeiten Corndogs haben will. Ich sehe, du machst deinen Laster für eine weitere Lieferung an unseren formidablen Potentaten fertig. Ja, Lord Sam und Mac kann nicht genug kriegen von meinen Spezial-Corndogs mit der geheimen Würzmischung aus Kräutern und Insekteninnereien. Ich will einen, bitte! Hey, lass das! Diese Corndogs gehen direkt zum endlosen Bankett des Großkönigs im Planetarium. Abgesehen davon hast du keinen Mund, Max. Oder ein Verdauungssystem. Was willst du also mit einem Corndog? Stimmt irgendwie. Mit wem textet Stinky da eigentlich? Sie sagt, sie organisiert das Fest mal drüben im Planetarium. Aber ich glaube, die tottelt nur mit ihrem neuen Freund. Einen Freund? Stinky? Mann, das habe ich gebraucht. Wenn ich eine Nase hätte, hätte ich jetzt Milch draus versprüht. Mal im Ernst, Opa. Also bist du quasi schon auf dem Weg ins Planetarium, um dich dort im Glanz von Sam und Max rumzusonnen? Ja, wenn ich meine faule, unnütze Enkelin davon abbringen kann, mit ihrem Handy rumzuspielen. Oh, ich kläre nur ein paar Details mit Sam und Max Großvezier, Opa. Sicher machst du das. Seht ihr, mit was ich hier klarkommen muss? Deswegen arbeiten wir nie mit Familienmitgliedern. Besonders seit der Geschichte mit Cousine Lucretia. So, Sam und Mac ist schon toll, was? Das ist er, mein Junge. Gerade gestern Abend gab es dieses fürchterliche Gewitter über der Stadt und meine Knie blockierten wie blöde. Ich hatte auch mal so einen Ellbogen, als ich noch Ellbogen hatte. Sei still. Also habe ich ein Geschenk zum örtlichen Gabenschrein gebracht. Hab es samt einem Gebet dort gelassen und bumsti, der Himmel klarte auf und meine Knie sind in Ordnung.
Heil Samun Mac! Oh ja, weil Gewitter nie von alleine wieder aufhören. Das muss Samun Mac bewirkt haben. Max, besudelst du den Namen Samun Mac, du matschiger kleiner Niemand? Auf keinen Fall, Opa. Max ist in Ordnung, oder Max? Ehre Samun Mac. Schon besser. Also hat Samun Mac das Wetter für dich geändert? Das ist unglaublich. Manch einer würde sagen, unglaublich. Ja, und das ist auch gut so. Wenn diese Tiefdruckgebiete anreiten, blockieren meine Knie wie Kolbenfresser. So, sorry für dieses Geknatter und Geknister gerade eben. Ich muss mir wirklich ein neues Mikro zulegen. Das wird langsam wirklich sehr nervtötend, aber nun gut. Ja, du siehst beschäftigt aus. Habt ihr bemerkt, was? Wir machen uns dann auf den Weg. Was denn? Keine Rätsel? Keine bohrenden Fragen, die geheimen Zutaten meiner Speisen betreffend? Wir sind zwischen zwei Fällen. Okay, was steht denn hier? Mystic Card. Die letzte mehr oder weniger ehrliche Kreditkarte. Normalerweise hätte ich meine Zweifel an einem Pizzaladen, der ins Kreditgeschäft einsteigt, aber wenn ihre Zinsen so spärlich sind wie ihre Belege, bin ich dabei. Naja. Mann, dieser komische Pharao hat wirklich alles verändert. Da hinten steht sogar eine Pyramide. Und naja, hier ist trotzdem alles gleich geblieben. Smack, Mac, Jack, Kack. Es ist eine Geschichte darüber, wie Samun Mac letzten Dienstag für ein paar Stunden peruanische Wollhosen zu seinem liebsten Ding auf der ganzen Welt erklärt hat, bis er herausfand, wie sehr sie jucken, worauf er sie alle in einem riesigen Feuer vernichten ließ. Wankelmütiger kleiner Tyrann, was? Smack Mac. Ja. Und hier? Smack Mac, Jack, Kack. Ja, okay, in beiden steht immer nur dasselbe. Ist natürlich Max! Vorsicht! Wer war das? Wer sagte was? Warte, Sam. Ich glaube, ein neuer, übersinnlicher Freund ruft an. Gut gemacht, Max. Sam darf nichts ahnen. Nur du kannst die von Sam und Mac neu verwobene Realität wieder entwirren. Ich? Na, das ist ja ein toller Plan. Was soll ich denn machen? Ihn nass spritzen? Kontaktiere die Rebellen. Sie werden dir die Werkzeuge geben, die du brauchst. Ich sehe keine Rebellen. Du erkennst sie an ihrem Rückhandsalut. Ich muss jetzt gehen, bevor ich entdeckt werde. Viel Glück, Max. Wir zählen auf dich. Wer bist du überhaupt? Du kannst mich Dr. Norrington nennen. Also, was jetzt, kleiner Kumpel? Vielleicht, weiß nicht, meinen Körper zurückholen? Ich sag's dir doch die ganze Zeit, Max. Du hattest nie einen Körper. Okay, gut. Suchen wir jemand mit einem Rückhandsalut. Wozu? Wegen dem Nervenkitzel. Nun gut, steigen wir mal ins Auto ein. Ehre Samun Mac. Ehre Samun Mac. Wo wollen Sie heute hin, Sam? Vielleicht wollen Sie Lord Samun Mac eine Gabe darreichen. Oder ein Besuch im Samun Macs Planetarium Thronsaal, um sich in seinem Glanz zu sonnen. Oder vielleicht wollen Sie einfach durch die Stadt fahren, um die Wunder zu bestaunen, die Samun Mac erschaffen hat. Das klingt ja alles gut und schön, Jungs, aber ich glaube, ich lasse Max heute das Ziel bestimmen. Er ist etwas stinkig. Wer kriegt das wieder hin? Samun Mac. Die sind ja auch voll auf Samun Mac auf, ne? Was haben wir? Gaben, Gruft, Frankie die Ratte, Museum. Gehen wir mal zur Ratte.
So voll eiskalt über den Motorhaube gerutscht, ne? Revolutionsplanung ist gar nicht so leicht bei den vielen Statuen hier. Warum sollte jemand eine Revolution planen? Keine Ahnung. Okay. Wenn ich schon kopiert werde, sollte ich wenigstens Tantiemen kassieren. Es kostet 4 Scheffel Korn, das Telefon zu benutzen. Ich erinnere mich noch, als es nur eine halbe Blase Lampenöl war. Was für eine Scheißwährung haben die denn? Autsch, wenn dein Toaster geht kaputt, bring ihn hin zu Radio Jod. Nick hat zwar gesalzene Preise, dafür sind seine Reime scheiße. Frankie! Ach Mann, habe ich heute nicht schon genug am Hals? Muss ich mich auch noch mit der Freelance-Police rumschlagen? Verschwindet, Bullen! Ja, lasst uns unseren Fett ausnehmen! Täuschen mich meine nicht vorhandenen Ohren oder sind diese Ratten frech? Ich glaube schon, Max. Wir sollten ihnen eine Lektion erteilen. Ja, das sollten wir. Jetzt benehmt euch, während wir mit eurem Vetter reden. Hat er den beiden Ratten gerade dem eins übergebraten? Sam und Mac ist freundlich. Sam und Mac ist gut. Als Herrscher der Realität hole ich einen besseren Drehbuchautor. Der war nicht rückhand. Nö. Dieser Sam und Mac ist echt der Hammer, was? Meine Rede, Kumpel. Zieh dir dieses coole Stück Bling rein. Mir fehlen noch 2 Privilegienabzeichen. Dann sitze ich bald an Sam und Macs Seite. Was für minder bemittelte kriminelle Dinger ziehen du und deine Bande hier ab? Bedenke, dass ich in die Zukunft sehen kann, also werde ich wissen, ob ich dich verdresche, weil du mich angelogen hast. Hey, hier passiert nichts Illegales, echt? Ich und meine Vettern amüsieren uns bei einem kleinen Spielchen. Wir wetten auf Sam und Max Gladiatorenkämpfe. Wirklich? Ja, natürlich setzen wir nicht darauf, wer den Kampf gewinnt. Stummcafé ist einfach unschlagbar. Also wetten wir, welchen seiner Finishing Moves er wohl anwenden wird. Finishing Move? Ha! Voll die 90er. Wenn General Stummcafé einen Gegner fertig macht, benutzt er dabei einen seiner 6 typischen Moves. Vor jedem Kampf wetten wir, welcher Move das sein wird. Faszinierend. Nein, ist es nicht. Lass die kleine Ratte, Max. Okay. Das ist ziemlich netter Sam und Mac Bling Bling, den du da hast. Bling Bling? Sagt man das noch? Nicht irgendein Bling Bling. Dies ist ein Anhänger der Inquisition, verliehen von Sam und Mac, nachdem ich persönlich die 160.000 Körperöffnungen von 20.000 Gästen am Eingang zur Sommersoiree seiner Hoheit gecheckt habe. Stilvoll. Sag mir, dass wir das nicht tun werden. Geht, Leute, wirklich ernsthaft, widerlich. Sam und Mac ist weise. Sam und Mac ist groß. Lord hey, Sam und Mac ist so brillant, ich mach mir in die Hose. Was sehe ich da? Da liegt ja Blut am Boden. Okay. Kannst du nochmal diese Gladiatorenkampfsache erklären? Nee, bitte nicht. Hey, du bist eine Ratte, die weiß, wie man an Sachen kommt. Pest, Diphtherie, Kratzer. Weißt du, wo ich einen unbewohnten Körper für Max' Gehirn herkriegen kann? Kriege langsam Existenzängste. Würde euch ja gerne helfen, Jungs, hab aber keine Knete. Kann euch aber ein super Autoradio besorgen. Danke, wir passen. Seien wir nicht voreilig, Sam. Meine Psychokräfte könnten verstärkt durch ein cooles Soundsystem eine neue Superkraft bilden. Nun gut, gehen wir mal wieder. Bleib in der Nähe, Frankie. Keine Panik, ich hab ne Glückssträhne. Los! Naja. Ja, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich hab keine Ahnung. Ja. Immer diese verdammten... So, gehen wir mal zum Gabengruft. Ich hoffe, im Untergrund gibt es ein schönes Versteck.
Der Untergrund? Die Untergrund... Frisbee-Golfliga. So, liebe Leute, das war's auch wieder. Sorry, dass dieser Part ein bisschen verrauscht und verkackt war. Ja, verknackt, nicht verkackt. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Gebt mir doch ruhig einen Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich. Ich bin euer Theon und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß noch und ciao.